Hallöchen, und da bin ich wieder, der Bürgermeister mit Schnauzbart. Und wir haben in der letzten Folge ein bisschen Eisenerz und Kohle abgebaut. Die Höhle hier ist quasi jetzt fertig erforscht. Und wir wollen in dieser Folge jetzt zum einen mal unsere Kühe und unsere Schafe vermehren. Ich überlege nur gerade, wie ich generell das Stadtbild nachher wie unsere Farmen aufge... da ist ein Creeper in unserem neuen Brunnen, das geht gar nicht. Wie kriege ich den da jetzt am besten raus, ohne dass der das alles wegsprengt? Vielleicht mit dem Bogen. Schauen wir mal, wie gut das ich zielen kann. Und bleib stehen. Getroffen. Yes. Wir haben erfolgreich unser Bauwerk verteidigt. Ich bin am Überlegen, ob ich die Landwirtschaftsbetriebe hier ansiedle, also die Farmen. Das heißt, dass wir uns hier eine große Weide machen. Schaut's da aus? Da ist jetzt alles gewachsen. Das werden wir dann auch demnächst abbauen und wegmachen. So, haben wir noch Zaun? Ich glaube, wir haben noch Zaun, ja. Haha. So. Zaun. 33 ist jetzt zwar nicht die Welt, aber wir könnten uns eigentlich hier gleich noch ein bisschen Platz machen. Das lasse ich jetzt bewusst noch da. Aber der Baum, der kann mal weichen. So. Oh, ein Apfel. Das trifft sich gut, denn wir müssen auch für Nahrungsnachschub sorgen. So, was ist hier? Nix. Wenn wir gleich mal die Erde aus der Höhle verbauen. Haben wir noch einen Stack da. Okay. Das will... ja, wieso nicht? Da ist auch noch ein Loch. Machen wir auch gleich zu. Geht's hier wieder in eine Höhle? Nein. So. Wir müssen jetzt leider hier wirklich ein bisschen... Da holen wir uns auf jeden Fall den Sand raus, ja, bevor wir das zumachen. Okay. Ja, eigentlich ist es wurscht. Wir können es ja später nochmal verlegen. Machen wir uns hier eine große Weide für Rinder und für Schafe. Und dann müssen wir gleich mal schauen, dass wir zumindest die Schafe etwas... Oh, geht sie sogar aus. Hammer, ja. Dass wir die Schafe gleich etwas vermehren. Zack. Und... Ich habe da immer gern eine Schleuse. Zack. Blümchen kommt auch mal raus da. So, das soll mal für die Kühe werden. Die holen wir jetzt alle. Wir müssen ja hinten eigentlich am Weizen haben. Bei Bauer Franz und Fritz. Mö. Das war da hinten, oder? Ja. Sehr gut. Servus, Franz. Und der Fritz. Haben vielleicht eh schon wieder Bürger verloren. Macht mich jetzt schwach. Ah, das sind Karotten, oder? Und Kartoffeln. Ich mag keine Karotten. Ha. Wer bist du? Ja, das ist der Franz. Aber wo ist der Fritz? Wo ist der Fritz? Hä? Genau. Das ist unser Bibliothekar. Unser Musikazi. Da oben ist auch eine Höhle. Wir haben einen Bauer verloren, oder? Täusche ich mich da jetzt? Hm.
Weißt du es auch nicht, oder? Ich dachte, wir haben Weizen. Das ist jetzt schlecht, wenn wir keinen Weizen haben. Was nehmen wir uns mit zum Essen? Ja, komm, nehmen wir uns mal die Äpfel mit. Ein Apple am Tag. Na wie? A apple the day keeps the doctor away. So, habe ich da unten vielleicht eine Truhe drinnen, wo wir Weizen drin haben? Nö. Habe ich hier in einer Truhe Weizen? Ah, hier kann ich gleich mal einen Stein reingeben. Die Erde. Wobei, so ein Stack Erde am Mann ist sicher nicht verkehrt. Hier Weizen. Ein Weizen. Ja, super. Aber viele Weizen haben, das heißt, wir müssen ein Weizenfeld anlegen. Okay. Das werden wir gleich dann ummodeln. Holz haben wir gesagt. Schießpulver rein, Kohle rein. Oh, ein Dreizack können wir eigentlich auch rein. Eine Blumenkiste brauchen wir dann auch. Das gefundene Eisen jetzt werden wir gleich hier mal durchjagen. Dann machen wir hier Holz drauf. Das ist aber nicht viel. Das ist nicht viel. Und wir brauchen mehr Sticks. Okay, wir müssen jetzt echt schauen, dass wir... Was ist das? Hellgrauer Farbstoff? Ist das aus dem? Ja. Wir müssen echt schauen, dass wir irgendwie... Es wird Abend. An Rohstoffe kommen. Wir müssen uns... So, dann essen wir vielleicht noch einen Apfel. Ich mag das Futter immer gern hinten haben. Ah, schön mit vollgefressenem Wams ins Bett. So schläft sich am besten. So. Kein Creeper bei unserem Brunnen? Nein, kein Creeper bei unserem Brunnen. Ja, Leute, der Brunnen ist noch nicht fertig, ja? Vergesst das nicht. So, was haben wir hier für ihre Tiere? Wir haben hier Katzen, wir haben hier auch relativ viele Kühe. Bist du der Franz, der was da jetzt rüber geht? Das ist nur zwecks Wissen. Oder bist du der Fritz? Na, ist wieder der Franz. Mir wurde auch der Tipp gegeben, wenn ich mir eine Angel baue, kann ich hier bei uns im Fluss fischen gehen und bekomme zum einen relativ gut Nahrung, zum anderen aber auch, ist da schon Eisen fertig? Ja. Wir brauchen ja so eine Hoe, eine Eisenhacke, genau. So, das legen wir da mal drauf. Was wollte ich jetzt bauen? Fuck, voll vergessen, voll versemmelt. Ich wollte Weizenfeld bauen, ich wollte die Kühe rüberlocken. Und die Schafe. Tüm. Ja, drüben haben wir offen. Wir machen jetzt einfach hier mal auf. Und dann nehmen wir uns... Zack und zack und einmal bitte folgen, bitte kommen Sie mit. Hallo Kühe. Kuckuck. Die Wanderung der Kühe. Ja komm, put. Put. Ja, den Rest holen wir nachher. So, einfach damit die mal hier weg sind, da drüben. Einmal hier rein, bitte. Einmal hier rein, alle rein, ihr auch. Ja, weiß wieder nicht, wer zuerst darf, gell? Ja, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Huh, kommst du? So, schnell. Okay. Das war das. Ich
mache jetzt hier gleich noch für die Schafe extra was dran. Zack, 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 zack. Zack, zack. Und haben wir nichts mehr, müssen wir noch eine Eiche fällen. Natürlich wird das ganze Holz alles schön wieder aufgeforstet. Machen uns dann auch eine Sägemühle. So. Können wir gleich umwandeln. Dann holen wir mal den Rest vom Schützenfest. Hallo, Kühe. Wir werden ja die ganzen Kühe... da haben wir Innozaun. Komm, das bauen wir gleich ab. Dann haben wir auch noch Tore. Schaf, lebst du noch? Hast du dich hier am Tor verfangen? Im Endeffekt habe ich mir schon gedacht, dass wir hier so den Eingang für unseren Untertagebau machen werden. Also für unsere Mine. So, das werden wir gleich drüben alles verbauen. Dann haben wir hoffentlich genug Platz. So, das Schaf ist mir jetzt wichtiger wie die Kuh. Schaf, kommst du? Komm, du kleine Socke. Kühe dürfen natürlich auch mit. Wir werden auch die Kühe brauchen. Später fürs Leder und vor allem ab und zu ein Steak muss schon sein, oder? Was sind das immer für Geräusche? Wo ist hier ein Zombie? Wo ist das Schaf? Ist hier noch da, ja. So. Hierher, hierher. Ups. Und raus. Drinnen bleiben. So. Im Endeffekt hätte ich aber gerne eigentlich hier noch für die Schafe extra was. So, ich meine, das ist jetzt noch relativ klein, aber es sollte mal größer werden. So, ich setze hier auch Fackeln überall drauf, damit ihr ein bisschen Licht habt. Ups. So, wo ist er? Da. Und da. Da hinten war doch auch ein Schaf. Ist das noch da irgendwo? Da bist du. Da bist du, kleines Schaf. Komm her. Ja, siehst du? Mama, Mama, Mama. Komm mit. Wo kommst du? Ja, das ist jetzt natürlich nicht so die spannende Folge, aber es ist etwas, was wichtig ist. Ja? Wir müssen es machen. So. Denn anders kommen wir nicht an unsere Rohstoffe. Okay, 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 okay. Haben wir noch irgendwo Schafe? Ach, euch könnte ich eigentlich gleich mal scheren. Du bist da. So. Ja, frische und dann die Wolle. So, und da war doch auch noch ein Schaf, das geschoren werden möchte. Ja, du. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur mal ein Provisorium. Das soll alles noch schön werden, ja? Gut. Haben wir da noch? Nein. Jetzt segiert's mir nicht. So. Dann werden wir hier gleich mal die Rüben ernten. Vielleicht können wir die im Franz gleich wieder verkaufen. Ich möchte nämlich dann auch hier das Feld gleich abtragen.
Allerdings werden wir eine neue... Fuck! Alter, du kannst mir nicht so erschrecken, du Zipfelklatscher, du deppertes Viech, du. Wo ist er denn? Komm her da. Wo ist er? Boah, hat der mich jetzt erschrocken. Wo bist du? Wo ist er denn jetzt? Boah, Herz in Hose. Wir brauchen Sticks. Wir brauchen Eisen. Und wir gönnen uns jetzt eine Eisenaxt. Ja. So. Da ist er. Wo ist er? Boah, ich hab voll die Gänsehaut. Wo ist er denn? Komm her da jetzt, feige Sau, du! Ha! Echt? Kriegen wir gar keine Erfahrungspunkte für den? Nix! Und das ist jetzt aber ein bisschen lasch. Wir haben einen Enderman getötet. Leg dich nicht mit uns an. So, das Feld werden wir jetzt gleich wegmachen. Wir werden drüben jetzt dann gleich bei die anderen Felder Weizen anbauen. Das ist ganz wichtig. Uah. Haben wir noch Erde? Ja. Erde. Zack. So. Nee, falsch. Wir könnten uns eigentlich auch ein Eisen... Jetzt habe ich ein bisschen Eisen und dann will ich es gleich wieder komplett raus haben, ne? Das ist wieder mal typisch. So. Wo steht die Sonne? Wir könnten eigentlich mal woanders auch schlafen, ja? Ich weiß nicht, soll ich den Eisengolem da rauslassen? Wie kriege ich dich raus? Kommst du? Goli? So, und jetzt bleibst du da bitte draußen, ja. Okay, da geht der Franz schlafen, dann gehen wir hier. Denn offensichtlich haben wir ihn noch mehr. Den Bücherwurm und den Franz. So, aber die Zeit ist schon wieder vorbei. Und der Bürgermeister mit Schnauzbart sagt wieder Adieu. Tschüss, Baba.